Hey Leute, Coach Stefan, heute habe ich für euch die größten Fehler, die man beim Warm-up vor seinem Training machen kann. Und eigentlich möchte man meinen, Warm-up ist doch eigentlich einfach, ist klar, was kann man da großartig falsch machen. Aber Leute sind sehr kreativ, wenn es darum geht, Fehler zu machen. Von daher, kurzes, knackiges Video mit den wichtigsten Punkten und größten Fehler, damit ihr die vermeidet. Und bevor wir damit starten, Shoutout an Brain Effect. Die sind nämlich der Sponsor des heutigen Videos. Wenn es nicht nur um körperliche, sondern auch mentale Fitness geht, findet ihr dort die besten Produkte. Mein Favorite ist das Melatonin-Spray. Ideal, wenn ihr aus dem Schlaf-Wach-Rhythmus rausgekommen seid, um da wieder reinzukommen. Und mit meinem Gutscheincode immer den besten Deal. Link ist unten in der Infobox. Fehler Nummer 1. Viele Leute machen ihr Warm-up viel zu lange, viel zu anstrengend, viel zu intensiv und kommen schon mit einer Vorermüdung in ihr Workout. Aber eigentlich willst du im Workout ja high performen und nicht deine ganze Power schon im Warm-up verpulvern. Also keine 15 Minuten auf dem Laufband und gib ihm mit Mobility-Routine nochmal 10 Minuten Black Roll hinterher und hier Bewegungen und da. Und dann, wisst ihr, was ich meine? Halbe Stunde weg, 20 Minuten weg fürs Warm-up, vergiss es. Warm-up idealerweise 5 bis 10 Minuten, ja, und nicht alles schon verpulvern. Häufiger Fehler. Fehler Nummer 2, das direkte Gegenteil. Viele Leute lassen ihr Warm-up komplett weg und gehen direkt von der Umkleidekabine zum Bankdrücken. Machen da dann zwar die ersten 1-2 Sätze locker, bevor es dann richtig losgeht, aber das Problem ist, du machst das Warm-up ja, um leistungsbereiter zu sein und mehr Leistung abzurufen. Dein Puls geht hoch, deswegen machst du ein bisschen Cardio, dass die Durchblutung hochgeht, dass deine Atmung hochgeht, damit du mehr Sauerstoff in das Blut, in deine Muskel bringst, damit du, wenn du das Workout beginnst, ideal Gas geben kannst. Und so, wenn du es nicht machst, ist halt die erste Übung für den Arsch. Kannst halt nicht die Leistung abrufen, die du könntest, wenn du dir 5 Minuten genommen hättest. Ja, von daher, Warm-up ist ja nichts, was man sagt, das machen Mädchen oder das ist was für Anfänger. Ich bin der Babo, ich brauche kein Warm-up, ich mache gleich Bankdrücken. Ja, sei kein Idiot. Fehler Nummer 3. Statisches, passives Dehnen im Warm-up vor dem Training. Das verringert nämlich deine Leistungsbereitschaft. Kennt ihr alle aus dem Fußball? Im Warm-up macht man immer dann solche Dehnungen, bevor es losgeht, damit die Muskeln warm sind. Problem ist, dadurch verringerst du deine Leistungsbereitschaft. Was du machen willst, ist dynamisches Dehnen. Ja, also einmal die komplette Bewegungsrichtungen überall einmal reingehen, ja, damit ihr idealerweise vorbereitet seid und gut ist. Ja, ein bisschen Mobility für die Muskelgruppe, die ihr trainieren wollt. Trainiert ihr euren Oberkörper, dann kreist ihr die Arme nach vorne, nach hinten, die Ellenbogen hier, Oberkörper, Core immer warm machen, in alle Bewegungsrichtungen. So, dann habt ihr alles einmal komplett in der vollen Range bewegt und dann könnt ihr dasselbe mit Belastung, mit Widerstand, mit Gewicht machen. Ja, aber nicht einfach nur dehnen, stretchen, halbe Stunde und dann wundern, dass es halt nicht funktioniert. Wenn wir jetzt alle Fehler eliminieren, was bleibt denn übrig für ein perfektes Warm-up? Und das startet mit dem allgemeinen Warm-up, wo wir unser Herz-Kreislauf-System in Schwung bringen. 3, 4, 5 Minuten Laufband, Crosstrainer, Springseil, Joggen, um einfach den Puls hochzufahren. Gefolgt vom speziellen Warm-up, wo wir dann die zu trainierende Muskelgruppe nochmal explizit angehen. Wie gerade schon gesagt, Oberkörper, also kreise ich die Schultern, kreise ich die Ellenbogen, die Handgelenke, den Core. Trainiere ich die Beine, kreise ich die Hüfte, Kniegelenk, mache mein Sprunggelenk warm und auch wieder den Core, dass diese Muskelgruppe vorbereitet ist. Und dann zum Abschluss mache ich noch zur ersten Übung einen Aufwärmsatz. Dass ich beim Bankdrücken dann erstmal mit wenig Gewicht die Wiederholungen mache und dann im zweiten Satz mit ein bisschen Gewicht die Wiederholungen mache und dann ist das Warm-up abgeschlossen und der erste Arbeitssatz beginnt dann. Ja, also ein bisschen Cardio, 3-4 Minuten, bisschen durchbewegen, 3-4 Minuten und 1-2 Warm-up-Sets, damit ihr auf jeden Fall so unter 10 Minuten, ja, 5 bis 10 Minuten mit eurem Warm-up fertig seid. Und das war's für heute. Jetzt wisst ihr, was ihr im Warm-up tun solltet und was nicht. Und wenn ihr euer Training aufs nächste Level bringen wollt, dann holt euch meine Hybrid-Trainings-App. Dort haben wir nämlich verschiedene Workouts für zu Hause, fürs Gym, zum Abnehmen, Zunehmen, 3, 4, 5 Mal die Woche, 4 Wochen, 8 Wochen mit Rezepten, mit Wissensvideos, alles kompakt drin. Und da ist auch immer ein Warm-up. 5 Minuten oder 10 Minuten auswählbar, wo wir eben genau diese Konzepte anwenden. Link ist unten. Und im Januar haben wir ein besonderes Special, und zwar das New Year's Fit Programm, was komplett kostenlos für alle ist, die im neuen Jahr mit ihren Neujahresvorsätzen Gas geben wollen. Auch hier der Link unten drin. Ladet euch das Ding runter, schaut es euch an. Und ihr findet in der Infobox auch den Link zu Brain Effect, die der Sponsor vom heutigen Video sind. Wie gesagt, Melatonin Spray, mein Favorit. Gebt den Gutscheincode an, probiert es aus vorm Schlafengehen. Vielleicht hilft es euch was für eure Regeneration. Und ansonsten Kanal abonnieren. Kommentar da lassen, wie sieht euer Warm-up aus? Habt ihr vielleicht andere Erfahrungen gemacht? Gerne unten teilen und ansonsten Coach Steph, wir sehen uns bis dahin. Peace.